Was? Nein! Oh, was? Was? Oh mein Gott! Das wusste ich nicht! Hallihallo, jetzt wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Minecraft, dem offiziellen Star Wars Minecraft Pack. Und wir sind stehen geblieben hier auf Hoth und da gucken wir uns jetzt mal um. So, heute ist dann tatsächlich quasi Episode 5 dran und ich habe natürlich auch deswegen den coolen Han Solo genommen hier. Der passt auf jeden Fall ganz gut. Ist natürlich auch einfach im DLC-Pack quasi mit inbegriffen. Es wurde mir auch schon geschrieben, dass auch noch andere coole Sachen, boah geil, die Schneegleiter, ey, noch andere coole Sachen mit in dem Paket hier drin sein sollen. Und zwar Mandalorian-Kram. Es gibt nicht nur Sachen von 4, 5 und 6, also von den Episoden, sondern tatsächlich auch, da ist ein AT-ST, oh Mann, hier gibt es so viel zu entdecken, sondern tatsächlich auch Sachen von The Mandalorian. Und das ist ja geil. Ey, der hat mich runtergeschmissen. Was für Geräusche der auch macht. Aber der schmeißt einen immer rund. Oh, jetzt mag er mich. Welches Tier ersetzt denn der? Ich kann den auch nicht steuern, glaube ich. Weiß es zufällig einer, was das für ein... Also in der Minecraft-Welt quasi, welches Tier das sein soll? Welches Tier wirft einen denn manchmal ab? Das weiß ich gar nicht. Sind das dann Pferde? Muss man Pferde erst zähmen? Oh, hier sind sogar Rebellensoldaten. Hallo? Da ist sogar wieder ein Ishi-Typ. Oh, ja. Mit der geilen Brille auf. Ey, super cool. Hallo. So, die X-Wings sind ja auch wieder hier, ne? Die haben wir uns beim letzten Mal auch schon so ein bisschen genauer angeguckt. Im Cockpit kann man leider nicht mehr großartig irgendwas machen. Oh, obwohl doch. Ja, Mann, die gute Armlehne oder was soll das? Oh, was? Was? Oh mein Gott. Das wusste ich nicht. Ich dachte mal... Ich hab doch beim letzten Mal geguckt. Todesstern? Hoth? Weiß ich nicht. Nebulon B-Fregatte? Was ist das denn? Das ist Dagobah. Das ist Dagobah. Als ob man mit den X-Wings auch durch die Gegend fliegen kann. Okay, ey, dann werden wir heute auf jeden Fall nicht komplett Episode 5 uns angucken. Wir werden auf jeden Fall, ich gucke mich hier kurz um, wir gehen natürlich nach, auch noch zu Hoth, nach Hoth wieder zurück. Aber wie geil ist das denn? Ich dachte, das heißt, man hat jetzt nicht nur vom Millennium Falcon aus irgendwelche Flugziele, sondern halt auch von hier. Das ist natürlich dann der Sumpf, ne? Es dürfte klar sein, ist der Sumpf und das ist dann der abgestürzte Flieger von Luke Skywalker. Und hier war dann das Viech, was im See, was den R2-D2 gegessen hat, aber den sieht man hier nicht, okay. Aber das ist ja cool. Wird doch hier hinten irgendwo lang sein. Ja, hier ist das kleine Basiscamp. Ja, oh, das ist cool. Das ist super cool. Hier gibt es ganz viel Essen wahrscheinlich, ne? Rote Beete. Und noch mehr Kartoffeln. Und dann sitzt er hier mit dem coolen R2. Ach, das ist super, super schön. So, wir gucken uns weiter um. Da ist R2. Guck mal, da ist er ja sogar. Hallo. So, R2, wo ist Yodas Höhle? Ich finde die gerade nicht. Okay, das hier sieht nach irgendwas aus, dass man hier rüber muss oder so. Gibt ja auch so Szenen, wo er dann in der, mit der Liane so durch die Gegend schwingt, der Luke. Aber hier ist doch bestimmt irgendwas. Das sieht mir schon richtig aus. Ihr hier schon die ganze Zeit durch Dagobah, Mensch. Meister Yoda ist nicht einfach zu finden. Das sieht mir nach was aus, komm. Aber das ist, glaube ich, eher die Höhle der dunklen Seite. Kann das sein? Ja, das ist safe, die Höhle der dunklen Seite. Darth Vaders Kopf. Oh mein Gott. Ein blaues und ein rotes Lichtschwert. Hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Und eine Schallplatte wieder. Cool. Nicht wundern, dass mein Inventar anders aussieht. Ich habe halt den Game-Mode gewechselt, deswegen ist es so. Okay, wenn hier die Höhle der dunklen Seite ist, dann kann Yodas Hütte doch eigentlich gar nicht so weit weg sein. Wo ist denn die? Ah, okay, hier ist sie endlich. Mein Gott, ich bin hier die ganze Zeit durch die Gegend geirrt. Jetzt habe ich es aber gefunden. Hier ist die Hütte von Yoda. Sogar das kleine Feuerchen brennt. Ach, schön. Das ist einfach schön. Guck mal, wie klein die Decke auch ist. Dass man sich hier richtig, richtig groß vorkommt. Da komme ich gar nicht so rein, hier hinten. Kann ich aber so ein bisschen reingucken. Da ist noch so ein kleiner Tisch. Soll das hier seine Schlaflounge sein da? Der schläft ja in so einem kleinen Ding da. Schick, schick, schick. Der Kochtopf brennt.
Super gemacht, gefällt mir. Das könnte auch seine Schlaflounge sein. Na, guck mal, da hinten haben wir sogar noch... Hier, da haben wir sogar noch dann den X-Wing, der dann abflugbereit ist. Nachdem er rausgehoben wurde aus dem Moor quasi. Ne, das ist also richtig cool gemacht. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Das gefällt mir. Cool. Okay, damit können wir dann wieder nach Hoth fliegen, oder? Einmal kurz die Lehne hochklappen. Und abflugbereit. Mir ist gerade aufgefallen, in den Todesstern, da waren wir ja schon. Aber da hatten wir gar keinen Hangar für einen X-Wing, oder? Wo kommen wir da hin? Wo sind wir hier? Was? Nein! Oh mein Gott, ist das krass! Wir machen den Grabenflug, Leute! Wie cool ist das denn bitte gemacht? Ich dachte schon, ich muss irgendwas machen, okay. Alles gut. Ja, wir schießen sogar selber. Nein, das ist ja super gut. Okay, jetzt aber wieder zurück nach Hoth. Ich will mal ganz kurz, wo sind wir denn hier genau? Geil. Das ist ja der Hammer. Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Das ist ja echt der Hammer gewesen, Mann. Erstmal meinen Rebellenkumpels davon berichten, ey. Wo guckt die denn hin? Die repariert hier, behaupte ich einfach mal. Oh, die X-Wings sehen aber auch gut aus, ne? Oh, ne, halt. Die sehen echt gut. Oh, guck mal hier sogar diese coolen Wagen, die sie da haben in Episode 5. Das ist super cool. Die kleinen Brücken sind auch da. Das gefällt mir. Wir gucken gleich auch nochmal ganz kurz die Speeder an. Das ist ja mega geil. Und es wurde halt, wie gesagt, auch schon erzählt, dass man auf der Razor Crest oder mit der Razor Crest kann man auch fahren. Das heißt, mit dem Schiff vom Mandalorianer. Und dann kann man natürlich auch noch in die Mandalorianer-Welten gucken, ne? Ich habe das gesehen, haben ganz viele geschrieben. Ich muss ihn nur noch finden. Aber das werden wir natürlich auch machen. Wir gucken oder versuchen es natürlich irgendwo so ein bisschen... Ist hier auch noch was drin? Ja. Ja, so kleine Lagerräume. Wir versuchen natürlich so ein bisschen chronologisch hier durchzugehen. Und alles nach und nach anzugucken. Aber das ist ja mal mega detailliert. Das ist ja super cool. Ja, hier sind so die Gänge, die dann quasi... Ja, guck mal hier, perfekt. Die geilen Kontrollräume. Das sind dann auch die Gänge, wo dann Leia und Han sich noch so unterhalten, während die schon angegriffen werden. Hier ist nochmal so eine kleine Kantine. Oh, hier ist sogar der Besprechungsraum. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Das ist ja super cool gemacht. Das gefällt mir. Kann man da noch was machen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist ja der Mega-Hammer. Ich hab mich irgendwie verlaufen. Oh, hier ist der Weg verschüttet. Okay, das kennt man natürlich auch. Dass der Weg verschüttet ist, überall auch diese coolen Luftschächte. Es muss doch auch noch diesen Raum geben mit der Krankenstation quasi. Das wäre auch noch nicht schlecht, oder? Die Tauntons sind super cool. Okay, und dann sind wir wieder hier in der Haupthalle. Hier haben wir noch die X-Wings. Die Schneeflieger haben wir auch. Aber hier ist auch nochmal so ein kleiner X-Wing, mit dem man durch die Gegend fliegen kann. Wie ich das gerade schon mache. Aber da gibt es jetzt echt nichts drin, oder? Da kann man auch nicht rein. Oh, doch, man kann da rein. Na gut, komm, wir brechen mal so ein bisschen was hier auf. So sieht das Ganze von innen aus. Ja, nicht so spektakulär, ne? Aber nun ja. Boah, hier ist sogar so ein Rodianer. Das sage ich auch immer. Weitermachen. Na, das könnte sein, ne? Ja, endlich. Ich bin hier Ewigkeiten nur... Oh, das ist nochmal ein Rodianer. Hallo, der Herr. Ich bin hier ewig rumgeflogen. Ja, das ist... Das ist der Bagdad-Tank. Oh, warte. Macht das nix? Oh, schade. Das soll der Droide sein, oder was? Der Medi-Droide. Ja, aber hier wäre natürlich, ne, Luke Skywalkers Genesung wäre hier passiert, dann... Coole Sache, Mann. Richtig, richtig coole Sache, das Medizimmer. Okay, so, jetzt aber. Jetzt kann man nochmal mit dem coolen... Oh mein Gott. Mit dem coolen X-Wing durch die Gegend fliegen. Wir machen das nur kurz und wir nehmen natürlich gleich wieder den Creative-Modus dafür.
Aber ist schon geil, ist schon cool. Ist schon cool gemacht. So, jetzt fliegen wir nochmal so durch die Gegend. Hier haben wir noch einen AT-ST-Walker. Okay, wir gehen erstmal. Oh, hier sind auch noch irgendwelche Wracks. Auch irgendwelche kaputten AT-STs, Mann. Hier haben wir die Kanonen. Ach, das ist einfach schön gemacht. Guck mal, sogar diese Satellitenschüsselkanonen. Können die schießen? Nee. Die können auch nicht. Ah, aber hier die Luke. Oh, da kann man sogar rein. Ist ja auch cool. Das ist ja auch cool. Okay. Tauntaun stehen hier natürlich rum. Die AT-ST-Walker, der Graben, die AT-AT-Walker. Ach, das ist wunderbar. Wo ist denn der Schildgenerator? Da vorne ist der Schildgenerator. Ich wollte gerade schon fragen. Da ist er. Der wird dann zerstört, natürlich. Oh, hier sind sogar die gecrashten. Geil. Ist da auch der eine, der so unter dem Fuß ist? Sieht man den noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist ja cool gemacht, ey. Guck mal, hier fliegt sogar einer gerade um ihn rum, macht den Cable Toss wahrscheinlich. Hinten hier ist sogar, guck mal, da ist sogar dieses kleine Ding für den Kabelausschuss. Da ist einer umgekippt und hier ist auch wieder einer notgelandet oder halt abgestürzt. Kann man hier noch irgendwas machen? Oh ja. Ich glaube, ja, da kann man reingucken. Also ein bisschen, warte mal, wir machen natürlich hier auf. Ah, guck mal, das geht eigentlich nur von hier auf. Das sind so Sicherheitstüren natürlich. Aber wie wäre man denn normalerweise hier reingekommen? Das sieht aber trotzdem cool aus. Das sieht ja richtig cool aus hier drinne. Okay. Ist hier auch noch was hinter? Ja. Ja, normalerweise kommt man hier so gar nicht rein, ne? Aber gerade beim Abgestürzen müsste es doch eigentlich einen Weg geben, wahrscheinlich. Die imperiale Baukunst. Okay, irgendwas drückt hier die ganze Zeit irgendwelche Schalter. Ich weiß noch nicht genau wo oder was. Okay. Ah, hier, Stormtrooper. Hallo, der Herr. Die sind natürlich... Oh, das sind sogar Snowtrooper hier. Sogar so einer. Und hier vorne ist die Brücke, oder was, quasi? Ja, Mann. Ah, das macht leider gar nichts. Das ist ja auch wieder mega. Ah, hier wäre der eigentliche Weg rein gewesen. Guck mal, nee, doch nicht. Ah, doch, hä? Na gut, keine Ahnung. Hier wäre auf jeden Fall normalerweise der Weg rein. Der sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Gucken wir mal ganz kurz zum AT-ST, ob das da auch möglich ist, irgendwie reinzukommen. Da ist sogar einer drin, auch ein kleiner Fahrer. Hallo. Ist das cool. Der hätte mal mit dem X-Wing irgendwie rüberfliegen müssen und dann aussteigen, ne? Wahrscheinlich, wenn man das normal spielen würde. Das ist ja mega, mega cool gemacht. Kommt man hier irgendwo rein? Ja, da kann man auch rein. Okay, das geht tatsächlich bei allen. Bei allen AT-ATs kann man reingehen. Sieht aber alles sehr gleich aus, ne? Hier ist der lange Gang, ja, kennt man. War eben bloß halt ein bisschen nach unten geformt und hier ist dann vorne die Brücke. Das Cockpit. Kann man aber auch nichts mitmachen. Schade. So, wir gucken nochmal ganz kurz, ob es hier noch irgendwo was anderes gibt. Da ist der Hangar, da sind wir hergekommen, da ist das. Da sieht man auch die Ionenkanone, die können wir uns gleich noch angucken. Aber ist hier hinten noch irgendwas? Ist hier noch irgendwo was Besonderes? Okay, das hier könnte die Wampa-Höhle sein. Ja, oh, da ist er! Auch ein Lichtschwert, jawohl! Was ist das wohl für ein Gegner? So ein Eisengolem, ne? Die sind bei Star Wars, glaube ich, so groß. Bei Minecraft, glaube ich, so groß. Den kann man gar nicht attackieren. Ah, doch. Roher Lachs, was? Warum droppt der denn roher Lachs? Was genau wäre das denn für ein Feind? Schreibt's mal gerne rein, wenn ihr es wisst. Ich hätte jetzt gedacht, also so ein großes Modell haben diese Eisengolems. Das weiß ich, aber... Boah, Lachs, jetzt bin ich verwirrt.
Okay, ich habe mich nochmal umgeguckt, aber habe leider nicht noch die Stelle gefunden, wo der Suchdruide zerstört wird. Das wäre jetzt noch das Einzige, was mir fehlen würde, eventuell. Aber hier haben wir noch die Ionenkanone, ne? Die sieht man ja immer wieder schießen. Ich glaube, da kann man nicht rein. Die hat man auch nie von drinnen gesehen. Würde mich zumindest wundern. Die sieht auch nicht so aus. Aber die schießt natürlich dann immer in den Orbit rein. Das kennen wir. Und dann haben wir hier natürlich die Transporter, ne? Die immer wieder gestartet werden. Ja, ist der Transporter gestartet. Yay! Die sind hier. Und da gibt die Ionenkanone natürlich Deckung. Und dann schießt die so in den Himmel und trifft da die Leute. Ah, hier haben wir auch nochmal den Ausgang von der anderen Seite. Ja, das ist der gleiche Hangar. Bloß halt von der anderen Seite. Das ist aber trotzdem eine coole Sache. Also wirklich eine super, super coole Sache. Hier haben wir nochmal die andere Seite, wo wir den Ausgang haben. Also Hoth war auch richtig, richtig umfangreich. Hier kann man nochmal ganz kurz hochgucken. Wie sieht das hier aus? Geil. Okay, der Falke natürlich allgemein, ne? Den habt ihr natürlich auch schon vorher im Kopf gehabt und gesehen. Aber das ist ja echt super, super, super cool gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schreibt gerne mal rein, was ihr am besten fandet hier diesmal. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt am besten... Ich habe ja so vieles... Also der Todesstern-Dings, das fand ich ja mal richtig geil. Wo man auf einmal mit dem Kart durch den Todesstern fährt und den Grabenflug macht. Das fand ich jetzt diesmal richtig überraschend, richtig gut, was man hier nicht alles entdecken kann. Und schreibt gerne unbedingt rein, was dieser Lachs da sein soll, ey. Warum war denn jetzt der Wampa ein Lachs-droppender Typ, ey? Keine Ahnung. Gut, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Wolkenstadt. Und ich glaube, wir haben auch noch dieses Asteroidenfeld und so weiter. Und dann schauen wir uns das mal an. Dann sehen wir quasi das Ende von Episode 5 noch. Und ansonsten haben wir natürlich noch ganz viel Episode 6 Content und natürlich auch noch die anderen Ziele, die wir vom X-Wing hatten. War da noch was Neues? Ich weiß gar nicht. Razor Crest können wir uns auch noch angucken, also Mandalorian Action. Gibt noch ganz viel. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.